Morgen, liebe Radfreunde. Konnte mich gestern Abend nicht mehr melden. Ist ein bisschen später geworden. Mache ich das heute noch, hole ich das nach. Also die Etappe gestern war eigentlich nicht schlecht. War ganz gut. Keine großen Schwierigkeiten gehabt. Bis auf eine Umleitung, die war extrem. Da mussten wir wirklich schieben. Das ging eigentlich gar nicht anders. Ich weiß nicht, wer sowas plant. Straßenbauarbeiten und für Radfahrer solche Umleitungen da macht, das ist unmöglich. Also das kann kein Radfahrer gemacht haben. Das gibt's nicht. Ja, ansonsten gut angekommen hier. Und Hotel war auch super. Sehr freundlich, die Leute. Frühstück war auch reichlich. Konnte man jederzeit nachholen. War alles bestens. Würde ich jederzeit wieder buchen. Das Gästehaus Priester kann ich wirklich empfehlen. Ist nicht mehr das Neueste, aber alles sauber, fein. Nette Leute, die das betreiben. Wunderbar. So, und heute geht es nach Ladenstein zur Mündung. Das ist ja unser Ziel. Und es fährt auch gerade da noch ein LKW. Meine Güte nochmal. Schlimm. So, jetzt ist er weg. Ja, und wie gesagt, heute geht es nach Ladenstein zur Mündung. Das ist ja unser Ziel. Und ich sage, die Esel sind gepackt. Wir machen uns auf den Weg. Also, bis gleich unterwegs. So, Limburg haben wir verlassen. Jetzt geht's weiter. Immer an der Laden lang. Immer an der Laden lang. So, ob die Kollegen auch da sind. Jo. So, wir sind jetzt in Dietz. So, wir nähern uns jetzt Balduinstein und dort werden wir den Zug nehmen, weil bei der Hitze heute über den Berg mit dem schweren Gepäck und mein Kollege Wilfried ist noch schwerer beladen und dann hinterher die Abfahrt, das möchte ich ihm nicht zumuten, denn nicht, dass er sich dann auch verkröppt, wenn er stürzt, das ist die Sache nicht wert. Dann lieber auf Nummer sicher gehen. Schön kühl im Schatten. So richtig gut. Das ist der Bahnhof von Balduinstein. Da oben drüber, über dem schrägen Dach, sieht man, das muss das Schloss Balduinstein sein. Hier steigen wir jetzt in den Zug für morgen reinkommen. Denn da sind schon 10, 11 Mann vor uns. Schauen wir mal. Sonst müssen wir eine ganze Stunde warten. Und bei der Hitze über dem Berg. So oben drüber. Kommt nicht gut. So, wir sind jetzt hinter Lauenburg, wo wir aus dem Zug gestiegen sind. Wir fahren direkt neben der Landstraße, aber ist nicht viel Verkehr, der Weg ist gut, nur das Wetter ist heiß. So, da haben wir richtig Schwein gehabt. Wir waren das 16., 17. und 18. Fahrrad und mehr ging nicht rein. Wir sind alle drei mitgekommen.
Und da standen ungefähr noch, ja, 5-6 Fahrer, da standen noch draußen. Sind doch alle auf die Idee gekommen, sich den Berg zu ersparen und die gefährliche Abfahrt da. Aber man muss auch mal Glück haben. So, jetzt sind es noch 34 Kilometer bis Lahnstein. Die strampeln wir jetzt schnell ab. Sei schnell in aller Gemütlichkeit. Liegen gut in der Zeit bis jetzt. Das Wetter ist schon wieder mächtig heiß geworden. Auffällt, Wilfried, der Waldemar hat gar keine Wäsche eigentlich heute, ne? Oh! Hat da alles getrocknet? Ja, muss man alles getrocknet haben. So, wir kommen jetzt nach Obernhof rein. Mal gucken. Doch einige unterwegs heute. Die ganze Truppe da, oder ein Teil davon, die waren mit uns im Zug gewesen. Müsste das Kloster sein von Obernhof. Aber mit unserem Gepäck werden wir uns das ersparen. Man kann es doch gut von hier sehen. Nassau haben wir erreicht. Und da oben wieder eine schöne Burg. So, mal gucken. Schnauze voll für heute. Vielleicht nehme ich mal jemand mit. Da ist ja Mitfahrerbank. Mal gucken. Schauen wir mal. So, der nächste größere Ort müsste Bad Ems sein. Wir sind jetzt in Bad Ems angekommen.
typische Kurstadt. Oh, hier können wir Wasser nachfüllen. Hier können wir Wasser füllen. Ah, das ist die Römerquelle, aber leider abgeschlossen. Steht auch kein Grund dran, warum. Normal müsste die offen sein. Keine Ahnung. Da können wir also kein Wasser zapfen. Steht auch nichts dran vorne, warum. Noble Hütte, ne? Ja, städtisches Kurhaus. Ne? Noble Hütte. Ja. Da musst du aber schon Geld haben. Jo. Ich weiß jetzt hier Grand Hotel Bad Ems ist das. Keine Ahnung, was normalerweise hier wird behandelt. Wollen wir kurz mal reingehen und fragen? Könnte man machen. Ja. Ne? Ob man auch Liebeskummer behandeln? Ja. Mal fragen, ob sie auch Fahrradgaragen haben, nochmal, wo wir unsere Fahrrad parken können. Ja, siehst du, die Nobelkarossen, die stehen hier alle dran, ja. Aber das ist auch keine Nobelkarosse. Ja. Das wärst du, oder? Das Gesicht von dem Portier möchte ich da mal sehen. Bis zum Rhein. Dann ist diese Tour auch schon wieder Geschichte. War aber eine schöne Tour. War zwar ziemlich warm, aber ja, besser als Regen. Ne? Die Strecke heute fand ich etwas eigentlich ein bisschen langweilig, weil es ging meist immer an der Lahn entlang. Ja, nicht nur mal am Tal, wenn es schmaler ist, bleiben da nicht viele Möglichkeiten. Ne? Aber insgesamt die 3 Tage waren wirklich klasse, muss ich sagen. Ja, die beiden haben auch Spaß gehabt. Und das ist das Wichtigste. War eine prima Truppe. So, jetzt haben wir noch 4 Kilometer. Dann sind wir am Ziel. Es hat sich ein bisschen zugezogen, aber das ist gar nicht so schlimm. Nach 3 Tagen Hitze ist das richtig erfrischend. Und da werden wir uns gleich ein Siegerbier gönnen. Am Rhein. Tour war spitze, muss ich sagen. Hat viel Spaß gemacht mit den beiden. Jederzeit wieder. Anstrengend war eigentlich nur der erste Tag zur Quelle hoch. Der zweite vielleicht auch noch so ein bisschen wegen der blöden Umleitung, die da war. Aber ansonsten
War es eine easy Tour. War ein kleiner Hügel, der zu erklimmen war. Aber meistens ging es leicht bergab. Ich werde an der Mündung noch ein paar Bilder machen. Dann sind wir gleich da. Also bleibt dran. Gerade sind wir an der Schleuse Lahnstand vorbeigefahren. Aber da war kein Schiff zum Schleusen vorhanden. Hat sich also nicht gelohnt, wenn wir da stehen geblieben wären. So, auf dem Navi kann ich den Rhein schon sehen. Also nicht mehr allzu weit. Ja. Müsste die Burg Lahnstein sein da oben. Oh. Halt an hier! Yep. So, Ziel ist erreicht. Das ist der Rhein. Mit der Burg von Lahnstein. Ja, hier gehen 4 schöne Tage zu Ende. Von hier aus fahren wir noch gleich nach Koblenz, steigen in den Zug und dann geht's nach Hause. Und wie war es für euch? Sehr schön. War schön? Sehr schön. Wie immer. Ja. Prima. Ja. Kaputt? Nein. Geht so. War also nicht zu schwer. Nein, alles im grünen Bereich. Alles klar. Ja, bis auf das Bier, das ist zu knapp gewesen. Da hast du recht. So, da oben ist die Burg Lahneck. Lahneck. Da ist das Ding. Ja, da kommt gerade ein Rheindampfer. Fluss abwärts. So. So. Na ja. Ja. Das Schloss geht in die Jahre, ne? Ja, ja, ja. Da muss man immer was machen. Ich hab hier mal nächstes Jahr auch Baustelle, ne? Die Sache drauf. Drauf. So, da ist die Mosel. Den müsst ihr auch jeder kennen. Ja, haben wir viel gesehen auf der Tour, ne? Die Mosel, das Deutsche Eck, Kaiser Wilhelm. Kultururlaub haben wir gemacht. Ne? Okay. So, jetzt haben wir das Deutsche Eck auch noch mitgenommen. Jetzt werden wir noch schön was essen fahren. Ja. Dann geht's ab nach Hause zum Bahnhof. Genau. War eine schöne Tour, Jungs. Ja, wunderbar. Alles klar. Anstrengend, alles. Aber super. Ne? Ja, also, Jungs, macht's gut. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Video. Genau. Tschüss. Ciao. Tschüss.